So, mal schauen. Ja, hier fahren auch Autos drüber. Das ist schön. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cities in Motion 2. So, ja, wunderbar. Gut, letzten Part hier stehen geblieben und ich muss feststellen, oh, die Prozentzahl steigt doch immer mehr. Lässt mal lieber nicht manuell laufen. Hinterher ist der Auftrag wieder abgeschlossen und wir kriegen das wieder nicht mit, während die Aufnahme läuft. Deswegen dachte ich mir, okay, gut, lässt es jetzt einfach mal hier so. Schauen wir dabei nochmal hier die Linien an. Ob die denn hier so unzufrieden sind. Okay, gut. Heißt, mein Plan aus letzter Folge war totaler Humbug. Ich werde hier definitiv den Zeitintervall einfach mal verkürzen. Hier wieder schön auf 1,5 Stunden. So, direkt einmal Zugdepot. Was weiß ich hier? Wie viel Fahrzeug brauche ich? 8. Okay, gut. Kann ich nochmal 2 dazu kaufen hier. Zack. Habe ich hier 8 Stück stehen. Wunderbar. Dann Buslinie 4, meine Liebste hier. Fährt auch mal bitte alle 1,5 Stunden dann jetzt so. Hervorragend. 9 von 9. Wunderbar. So, irgendwie Buslinie 11 hatte noch nicht genügend Fahrzeuge. Ne, geht doch. Und Buslinie 7, meine ich noch. Ah, okay. Es geht alles noch im grünen Bereich. So. Wunderbar. Dann sollte unser, Transportgut, nenne ich es mal, heißt, die transportierten Passagiere doch einfach nur noch in die Höhe schießen. Und, ja, ich hatte, Busdepot, 9 und 10, das sind hier die Problemkandidaten da, die kann ich, oh ja, die liegen hier hinten. Das ist nämlich hier der Feierabendverkehr hier, haben wir im letzten Part bemerkt, da stecken die Busse einfach mal fest. Das geht einfach nicht, dass die Busse da feststecken noch. Ich mache 100.000 Gewinnen insgesamt. Natürlich, jetzt hier nochmal einiges abgezogen. Aber dennoch schon irgendwie geil. So, lassen wir dann mal so. Sorry, ich habe übelst den Ohrwurm vom Löwenzahn. Ich mache den ganzen Tag schon. Naja, ist auch egal. ich weiß auch nicht, woher auf einmal dieser Ohrwurm kommt. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, ja, habe ich da halt so einen kleinen Ohrwurm derzeit im Ohr drinnen. Frank Zander beschrieb diesen mal in einem Lied mit Audiopenetrantum Schleimum. könnt ihr euch ja mal anhören. Der Ohrwurm gibt da auf YouTube ein, Frank Zander. Ich weiß gar nicht, ob man das da findet. Aber sollte eigentlich der Fall sein. Gut, wo ist meine Brille? Da. Wie ihr vielleicht wisst, bin ich Brillenträger und kann die Zahlen nicht wirklich erkennen, die da sind. 85, okay, gut. Hervorragend. Ja, Fahrscheinpreise sind zu niedrig. Einige Fahrscheinpreise sind zu niedrig. Ich bin fett und stinke nach Fisch. Mal, letztens hatte ich 91% in einer Nacht, ne? Und jetzt komme ich hier nicht über die 80% raus, obwohl ich noch eine zusätzliche Linie gebaut habe hier. Die wollen mich doch jetzt wohl verarschen, wollen die mich hier. Ja, meine Güte, was soll ich denn machen in Busdepot? Was weiß ich am Arsch, ey? Wie soll ich denn... Sorry, wie soll ich was hier gegen unternehmen? Gegen diesen Stau hier, Ampel abreißen oder was? Hier, schau mal, der Stau geht über die gesamte Brücke. Ich kann da nichts gegen tun. Ich könnte hier wirklich die Brücke abreißen, aber das wäre gefährlich, wenn ich das machen würde, weil ich dann die ganze Kacke hier wegmachen müsste. Das Scheiße ist das. So, tut mir leid. Totally Mist. Ja, komm, jetzt hört doch mal auf mit eurem Busdepots da, ne? Und, scheffelt mir mal lieber hier Kundschaft ins Haus. So, gut. Ich schau nochmal hier, wo wir gerade bei sind. Habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Hier. Hier. 12% der Fahrer erwischen.
Alter. Einfach mal von 125 auf. Auf 209. Ist er krank. Krank ist das. Krank. U-Bahn-Linie lehne ich schon mal erstmal wieder ab hier. So, das können wir dann eigentlich auch mal ablehnen hier. So, haben wir da mal die Aufträge ein bisschen verwaltet, so. Stört es euch eigentlich, dass ich mittlerweile ohne Schatten spiele und so? Habe ich ja jetzt ein paar Parts lang ausprobiert. Aufgrund meiner Rechenleistung meines Computers, welcher ja mittlerweile auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Halt doch die Fresse mit deinem blöden Busdepots da. Meine Güte, dann mach den Stau da auf der verfickten Insel weg da. Dann können auch die Busse langfahren. Meine Güte, in der Tüte, hey. Jetzt kriege ich noch eine E-Mail. So, was ist das für eine E-Mail? Hier, Posteingang da. Ja, schön, wunderbar. EVA-Aufgaben für Niederländisch. Also Studienaufgaben, da unsere Lehrerin heute nicht da war. So. Da haben wir keine Vertretung oder so. Nein, da bekommen wir EVA-Aufgaben. Eigenverantwortliches Arbeiten. Nennt sich das dann. So. Sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus. Möchten wir mal jetzt hier nochmal die Verkehrs... Ja, hier ständig am Preise justieren. Du, ich fühle mich hier wie auf dem Finanzmarkt. Wusstet ihr eigentlich, dass der Bitcoin eine ziemlich starke Währung ist? Ich weiß nicht, ob ihr den Bitcoin kennt, aber der Bitcoin entspricht einfach mal Verkehrsdichte. Ja, ich weiß, dass es hier nicht ganz so klappt. Straßenbahndepot 3 hat nicht genügend Fahrzeuge. Wieso das denn? Das sind nur 8 von 8 im Einsatz. Das sollte eigentlich reichen. Nee, der entspricht ungefähr 450 Euro. Ein Bitcoin jetzt, so, ne? Alter, was hier los ist an Stau auch. Schau mal, das staut sich ja bis dort hinaus, du. Ist ja krank. Das ist ja krank. Das ist ja krank, du. Schauen wir uns doch mal hier die blöde Netzabdeckung an. So, ja. Ah, kriege ich ein zu viel mit dem Busdepot da. Stecke ich dir gleich im Po. Oh Mann, hey. So. Einige Fahrscheinpreise sind zu hoch. Ich bin fett, stink nach Fisch und verlang weniger als einen Euro für eine Zonenkarte. Das ist schon aber hier arg. Oberkante, Unterlippe, hey. Vor allen Dingen hier mit dem Stau. Kann man nicht irgendwie was gegen Stau machen oder so? Mehr Verbindungslinien bauen oder so? Weil, das ist so, da geht jetzt hier immer auf gar keine Kuhhaut hier so. Zack, da, komm mal her, hier. Reguläre Straße, ne, wird direkt hier. Ich hätte gerne, was ist das hier in der Mitte? Hier, so. Damit das halbwegs synchron aussieht. Wo ist denn das? Hier Hauptverkehrsstraße, da genau so. Ja, aber nicht einspurig, die, wenn dann schon bitte zweispurig hier. Obwohl. Sorry, aber das mache ich jetzt einfach mal, um hier ein bisschen vielleicht meine Linien zu entlasten. Ja, wenn es dann gehen wird hier, ne? Haben die sich schon geschickt so überlegt. So, ne, das können wir nicht machen. Wäre dann zu einfach für die Spieler, wenn sie hier einfach nochmal... Mal schaut mal, das geht. Lol, what the fuck. Aber warum geht das denn nicht jetzt hier, Mann? Den Einspuren kann ich hier bis rüber bauen, ne? Aber...
Kann ich den zweispurigen wenigstens bis ganz rüber bauen? So. Lol. Bis hierhin geht, aber weiter nicht. Der will mich doch wohl verarschen, will er mich hier. Ja, du, Fahrscheinpreise sind zu niedrig. Ne, muss ich mal anstrengen hier. Machen wir das eben mal so hier. Zack, ja, wunderbar. Ne, ja, schön. So, na, hoffentlich habe ich jetzt mal hier ein bisschen die Leute vom Stau weggebracht. Dass sie hier die Straße mal ein bisschen benutzen, so. Oh, da fahren schon Autos drüber. Hat sich gelohnt, hat sich definitiv gelohnt. Weil, sorry, das geht doch jetzt auf echt keine Kuhhaut hier, dass die Leute da alle rüber wollen, hier bei der einen Brücke da. Ist ja echt einfach nur Mist. Hier waren Fahrscheinpreise. Ja, natürlich, die sind wieder im Keller hier. Busdepot 6 hat nicht genügend Fahrzeuge. Was ist denn das Problem, mein Kleiner? Was soll denn jetzt hier das Problem sein? Ist hier irgendwas mit der Verkehrsdichte verkehrt? Außerdem hast du da doch genügend Fahrzeuge im Einsatz. Verstehe ich gar nicht. Was der hier schon wieder zu meckern hat. So, mal schauen. Ja, hier fahren auch Autos drüber. Das ist schön. So kann ich zumindest mal den Ansturm von dieser Seite hier ein wenig leeren. Weil, sorry, das ist blöd. Hier führen alle meine Linien rüber. Und, ja. Wie schon gesagt. Das will nicht, so wie ich das will. Und das ist Käse, ist das. Ach, ich habe nicht genügend Geld für den Bau. Oh. Das ist toll. Ja, komm. Halt Gosch, Mann. Hier, warum nimmt die denn keiner, verdammt? Oder warum ist denn hier jetzt kein Stau? So. Das ist doch Käse. Ist das doch hier. Na, wenigstens fahren einige Fahrzeuge darüber. Ich habe da jetzt wirklich gehofft, ich könnte damit ordentlich mal hier was entlasten. Aber wie es scheint, hat das Spiel keine Lust darauf, dass ich das mache. So, ne? Ist ja Käse, ist das. Lol, ich treffe sogar einen Bus. What the fuck? Oh Mann, hey. Aber wenigstens fahren da einige. Aber hier, guckt euch das an. Gerappelt voll. Wirklich, hey. Gerappelt. Was passiert eigentlich? Ich speichere mal kurz. Wenn ich da jetzt hier mal so was mache, ne? Hier, dass hier die Fahrzeuge schon mal abbiegen können. Klappt das denn dann soweit? Dann ist hier der Stau, ne? Das ist Käse, ist das. Fahrscheinpreise zu niedrig. Die ganzen Gebäude hier haben einfach keine Fahrzeuge laut meinem Dingens. Wo die vollgestopft sind damit. Ja.
Ja, hier, komm halt die Fresse da mit deinem Auftrag. Ach, schaut mal, die Buslinie fährt jetzt anders. Ah, nice. Das ist doch schon mal ein Fortschritt. Und wie es scheint, habe ich jetzt hier auch die Verkehrsdichte ein wenig geregelt. Keine Ahnung wieso. Aber das ist doch schon mal... Was hat denn Straßenbahndepot 3 da unten jetzt? Manometer. Hier, kriegst nur eins. Ja, nicht genügend Geld. Mhm. Du mich auch. Straßen bauen ist verdammt nochmal richtig teuer so. Aber ich meine, muss ja gemacht werden, wenn es kein anderer macht. Ne? So, tut mir leid, aber da wollte ich jetzt wirklich einfach nur nochmal so eine schöne Ausweichstraße haben. Weil hier, oh, wie ihr seht, staut sich das immer noch so richtig heftig. Ja, Straßenbahndepot 3, ich habe ja jetzt langsam das Geld hier für dich. Ich will eine E-Mail bekommen, das war die E-Mail, die mich daran erinnert, jetzt aufzuhören. So, genau. Ja gut, und mit meinem Lieblingsdialog würde ich dann sagen, starten wir in die nächste Episode morgen. Ne? Positive Bewertung und einen Kommentar nicht vergessen, wäre ultra nice von euch. Und ja, tschüss.